Schaut fast so aus, als könnten wir gar nicht mehr dahin gehen. Bin jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt gespannt, ob wir jetzt da überhaupt noch zu diesem Science-Ding da reinkommen. Aber wäre ganz gut, weil da ja unten im Keller der eine Anzug liegt. Und den hätte ich ganz gern. Und wenn da die Typen noch sind, dann muss ich da halt einen nochmal umballern. Weil der hat ja eigentlich ganz gute Werte gehabt. So. Raus aus dem Kaff hier. Kann man da runter, ohne dass wir Fallschaden bekommen. Ja, wunderbar. Weil ich zum Verkaufen habe ich derzeit nichts. So, dann schauen wir darüber, ob da jetzt was frei ist oder nicht. Auf jeden Fall möchte ich ganz gerne den Anzug haben. Und wenn wir den haben, dann schauen wir zurück nach... Oh. Okay. Schaut auf jeden Fall nicht gut aus. Es schaut auf jeden Fall gar nicht gut aus. Wette mit euch, ich komme da auch gar nicht durch. Ne. Okay. Aber wir haben noch die Möglichkeit, dass wir darüber da reingehen. Das wäre eine Möglichkeit. Und das, glaube ich, probieren wir auch. Wir versuchen darüber einzusteigen. Was aber jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste ist, dass wir jetzt da zuerst hingehen. Wir sollten zuerst uns das Zeug aus Megaton holen. Weil dann haben wir nämlich wenigstens was zum Anziehen. Und dann kommen wir hier zurück mit unserem Anzug. Und dann gehen wir da durch und schauen, ob wir da nochmal die Möglichkeit haben, da reinzukommen. Über den Geheimtunnel. Ich hoffe es, aber ich glaube es nicht, wir kommen da sicher nicht mehr rein. Weil da war ja auch die eine Tür und die war auch dann geschlossen. Und der eine Computer, das war Average, da kommen wir sicher nicht, nee, da brauche ich gar nicht mehr hin. Da kommen wir sicher nicht mehr rein. Zuschauer. Was wir allerdings noch machen könnten, weil das Problem ist ja ganz einfach, der ist ja so kaputt, die Power Armor da, die wir da schon mal gefunden haben. Ja, wo geht's jetzt da gleich nochmal rein? Ach, da hinten. Die ist ja kaputt, aber wenn wir dann nochmal bei Galaxy News Radio vorbeischauen würden, da lagen doch noch einige rum. Wenn wir da einfach noch den anderen ihre Rüstung ausziehen, dann könnten wir doch die vielleicht reparieren und dann hätten wir vielleicht eine halb gute oder so. Dün, 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 dün. So, schaue ich jetzt aus? Ja, jetzt schaue ich gut aus. So, wir wollen auf jeden Fall mal 10 Stunden schlafen. Dün, 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 dün. Gut, reicht. So, dann gehen wir jetzt raus. Genau, jetzt gehen wir zum Galaxy News Radio. Das müsste irgendwo da oben sein. Building, yes. Dann gehen wir jetzt dahin. Hoffentlich sind da noch ein paar Tote, von denen wir die Rüstung klauen können. Dann können wir die reparieren. Und das wäre dann schon wirklich gut. Oh, okay. Ach, die haben jetzt einfach so auf mich gewartet. Wo ist meine Minigun? Ach, die schaffen es eigentlich auch ganz gut selber, gell? Aber trotzdem hätte ich ganz gern wieder, dass ich meine Minigun ausrüsten kann. Nein. Genau, Hunting Rifle.
Verdammt, daneben. Ja. Gut, der ist tot. Und der ist auch tot. Ich find's ja witzig, dass die jetzt da extra auf mich gewartet haben. Assault Rifles, seit wann haben denn die Assault Rifles dabei? Hey, und deine Typ ist weg. Der Typ ist weg. Hoffentlich liegen hier noch ein paar. Okay, ich glaube, das ist keine gute Idee, da nochmal durchzugehen. Gut, vielleicht liegt hier dann noch keiner mehr rum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin verdammt langsam mit dem Anzug. Komm schon, bringt's um. Danke. Weiß nicht, entweder bin ich jetzt generell langsam. Nee, mir kommt es langsamer vor, oder? Ja, ich glaube schon, dass ich da ein bisschen langsamer bin. Ja, das heißt, ich werde zwar den einen vielleicht vorerst mal mitnehmen, oder? Aber es ist auch ein Chaos. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, reisen wir jetzt erstmal wieder zu unserem Ding darüber, genau. Schließlich müssen wir dahin. Die Armor, die werde ich dann wahrscheinlich nicht mitnehmen vorerst. Nee, die lassen wir in unserer Kiste. Und je nachdem, wenn wir sie mal brauchen, dann hätten wir sie halt da. So werde ich es wahrscheinlich machen. Weil anscheinend... Bei mir kommt so vor, als wäre ich da langsamer. Und wenn ich da jetzt keinen speziellen irgendwie Einbruch oder sowas plane, dann brauche ich den auch nicht. Kann ich hier noch irgendwo... wo packe ich meine Overalls hin? Die packe ich in die Kiste. Ach, da ist eh noch ein Haufen Zeug. Das ist interessant. Hier habe ich anscheinend schon mal abgeladen. Okay. Dann kommen hier doch nicht die Dinge rein. Die Overalls, dann kommen die hier rein. Gut. Wunderbar. Das war's dann vorerst für diese Aufnahmesession. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann in Richtung da oben gehen. Soweit ist es eh nicht. Von dem her geht das schon. Also. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahmesession. Euer Hoden ist vorerst raus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Save natürlich noch. River City, yes. Also, bis dann. So, und da sind wir wieder zurück. Nach einem guten Mittagessen geht's jetzt hier weiter. Nom nom nom. Das ist sehr lecker was. So, wir müssen jetzt in Richtung Vault 87. Schaut auf jeden Fall schon mal hier sehr interessant aus. Da ist auf jeden Fall schon wieder irgendwo einer. Ein nasty... Oh, nasty Typ. Wir könnten auch mal hier unsere... andere Waffen... 265. Alter, hält der viel aus.
Heiliger Schwanz. Alter, der reißt mich ja voll in Stücke. Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin gleich tot. Ich glaube, ich sterbe mal kurz, oder? Das hat gerade gar keinen Sinn. Okay, yes. What the fuck is going on here? Okay. Nee. Das ist schon eher meine Kragenweite. Für so ein Viech. So. Alter, der hat mir trotzdem das halbe Leben abgezogen. Flamethrower, okay, 85. Also der Typ ist echt krank. Nicht schlecht. So, was haben wir hier Schönes? Coffee, ne, brauchen wir nicht. Was haben wir hier Schönes? Prima Money, jetzt habe ich beim ersten nicht gelesen. Coffee. Na, Combat Knife. Brauchen wir nicht. Shotglass brauchen wir auch nicht. Da können wir mal hoch. Oh, ein Medikit. Das nehmen wir immer. Stimpack. Ist mehr drin. Eine Kamera. Und Darts. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hm, ja, nehmen wir schon. Nehmen wir auch mit. Hopp. Clipboard brauchen wir nicht. Cup brauchen wir nicht. Darts nehmen wir mit. Ist da sonst noch auf irgendeinem Fahrzeug sonst noch was drauf? Ja. Sehr schön. Empty. Empty. Da ist noch was drin. Tin Can. Brauchen wir auch nicht. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, was hier alles rumsteht. Empty. Ammunition Box. Nochmal ein bisschen was. Ja, richtig, richtiger Schatz hier. Zigaretten. Brauchen wir nicht. Pack of Cigarettes. Nehmen wir auch mit. Fusion Batterie nehmen wir mal mit, weil es ein Haufen wert ist. Cigarettes, Pre-War Money nehmen wir auch mit. Zwei Missiles. Ammunition Box. Nehmen wir mit. Wir nehmen einfach alles mal mit, was auf jeden Fall kein Gewicht hat. Laser Rifle. Vielleicht können wir die reparieren dann mit einer von uns. Ja, wurde auf jeden Fall mal ganz erfolgreich. Schauen wir mal kurz Weapons. Laser Rifle. Reparieren. Ist nicht, das heißt... droppen. Genau. Ja, aber ansonsten sind wir hier nach wie vor ganz gut ausgestattet. Wunderbar. Sehr schön. Leben ist so ein bisschen down. Aber das ist okay. Wir haben hier einiges an Munition auf jeden Fall gefunden. Das schaut mir nach einem radioaktiv verseuchten Wasser aus. Ja. Aber ich möchte es natürlich testen. Ich glaube, hier ist eigentlich jedes Wasser radioaktiv verseucht. Ja. Sind wir eigentlich so schneller? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und wenn, dann ist es so gering. Entschuldigt. So, wie schaut es denn eigentlich aus mit Landkarte? Ja, auf jeden Fall einen ganz guten... Ganz gut kommen wir da vor uns. Vorwärts. Schon wieder so ein scheiß Protektor. Den müssen wir fast nehmen, oder? Wow. Okay, der hat wenigstens gut gesessen. Und schon ist er tot. Sehr schön.
Was haben wir hier Schönes? Hier so ein Turm, okay. Ich habe zwar noch nie irgendwas Brauchbares da drin gefunden. In so einem Bereich. Activate Electric Switch. Ah, okay. Bringt uns so nichts, weil wir ja kein Radio hören können. Wow, ich dachte mir gerade, what the fuck? Okay. Weil der hat... Wow. What the fuck bist denn du? Ich glaube, ich muss mal kurz... Stimpack nehmen. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Jetzt aber. Haben schon einen Schuss noch? Gut. Komisches Viech. Wow! Wo die Viecher alle herkommen auf einmal, hä? Leck mir am Arsch. Ich muss mit der Waffe auf jeden Fall ein bisschen sparsam umgehen, weil die ist echt ganz geil. Muss ich mal vielleicht in Megaton zu dem Waffenhändler schauen, vielleicht hat der irgendwie ein bisschen Muni. Kohle hätten wir ja. So, wir könnten jetzt entweder in die Richtung ein bisschen gehen. Je nachdem, wo kommt denn da das Zimmer noch unterhalb davon? Das wird dann das sein. Ja. So weit sind wir da glaube ich nicht davon entfernt, da könnten wir kurz rüber gehen. Dann hätten wir den Ort da drüben auch, das müsste... Und Moment, ich schau mal kurz auf meiner Landkarte, Zone 7 Nummer 1. Yai-Gui-Tunnel müsste das sein. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass der jetzt nicht... Oh, da drüben ist schon wieder so ein Viech. Nee, okay. Ich habe mich anders entschlossen, wir gehen geradeaus weiter. Und werden hoffentlich nicht von diesem komischen Viech da, von diesem mutierten Bär da belästigt. Jetzt keinen Bock drauf. Ne, geht uns nicht hinterher. So. Vorne kommt irgendein Wasserspeicherturm, so wie es ausschaut. Aktuell schaut es ja überall generell eigentlich sehr ruhig aus. Wir meiden ja momentan ein bisschen die Straße. Oh, da sind ein paar Tiere, glaube ich. Und Supermutanten. Entweder schlachten wir es mit dem Dinger. Sehr schön. Klar, nächstes Mal nehme ich wieder meine Hunting Rifle. Ja, ein bisschen Fleisch vielleicht noch. Müssen wir auch mal ein bisschen was wegpacken. Weil da haben wir mittlerweile auch schon so viel. Aber solange wir noch ein bisschen Platz haben. So, jetzt da vorne schaut auf jeden Fall nach einem Gebiet aus, das wir erkunden. Und dann müssten wir eh schon fast da sein. Ja, da sind wir eh schon fast da. Ging eigentlich ganz gut. Ich muss jetzt gleich Ding machen. Gebiet gefunden. Komm schon, wir haben jetzt doch ein Gebiet gefunden. Jawohl. Empty, okay. Oh, der hat auf jeden Fall wieder richtig viel Zeug dabei. Checken wir mal kurz die Ammunition. Verstehe nicht, warum das immer in tausend verschiedenen... Kann man die Dinger nicht mitnehmen? Nee, kann man nicht. Flogger, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ruhe ist Handy.
Erwähnt von Messalini. Da nervt mich gerade Twitter wieder. Nicht du, Schatz. Empty. Gut. Ne, ansonsten haben wir es hier auch wieder. Das Safe ist auch offen. Entschuldigt bitte.